Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Jo, also, ich habe mich ja eine Weile nicht sehen lassen. Und ja, das hat so diverse Gründe. Hochzeiten, Auto kaputt, Körper kaputt, was halt so kaputt gehen kann. Und ja, hab jetzt mal wieder Bock auf eine Runde 7 Days und ich hab dem Herrn Gowski, was ist denn hier passiert, jetzt kürzlich meinen Laptop fertig gemacht. Das heißt, der No-Budget-Nerd kann demnächst mal zu uns stoßen und wir werden dann eine Runde zusammen zocken. Und das heißt, wir spielen uns hier schon mal ein bisschen warm. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem zusammenreißen können. Wir werden wahrscheinlich nicht auf der Karte dann spielen. Wir haben letztens schon mal angefangen, haben uns ein bisschen zusammengerauft, sodass dass wir zumindest beieinander sind schon mal. Und dann wird es demnächst schön aufs Maul geben. Das wird super. Ne? Aber heute zur Einstimmung einmal noch nur mit mir. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß. Was haben wir denn hier? Brauchen Steine. Steine, 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 Steine. Das ist kein Stein. Aber gut. Das ist ein Stein. Das ist auch ein Stein. Und das auch. Und ja, ich habe ehrlicherweise auch überhaupt keine Ahnung, wo wir gerade waren. Was wir gerade vorhatten. Wohin uns die Reise führen wird. Ich habe hier noch ein relativ volles Inventar. Das heißt, ich komme wohl irgendwo her. Zack, renn hier. Packen wir erstmal ein paar Sachen weg. Das ist alles Blödsinn. Das kommt hier hin. Ja, so richtig. Glas, den ganzen Fuddel weg. Brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Schaufel. Ja, ist auch nicht unbedingt wichtig. Bogen. Haben wir auch einen da. Der kommt hier aber nicht rein. Mach schon wieder Blödsinn. Kleber. Und das Wasser können wir abkochen. Hier haben wir schon mal Fuddel drin, den ich aber auch gerade nicht brauche. Oh, denn Werkzeug und Waffen. Ja, Waffen schon mal. Und keine Truhe für Werkzeug? Was ist denn hier los? Ach ja, ich werde auch immer schlusriger. Ist hier was drin? Nehmen wir auf jeden Fall auch Kram. Kram, Kram, aber kein Werkzeug. Hier brennt unser Hochofen. Nach langer, langer Weile. Macht ein bisschen Sand schick. Eisen haben wir da noch keins drin. Warum, welches da? Ja. Brennen wir das doch mal ein. Damit wir auch ein paar schöne Sachen nachher bauen können. Zack. Haben wir das auch. Das Wasser kochen wir dann auch gleich mal ab. Wo ist mein Feuerchen? Da ist es. Flasche Wasser haben wir mal alle. Das brennt auch nicht mehr allzu lang. Zack, packen wir es daneben. Halbe Stunde, das reicht. Und dann haben wir noch Polymere. Wo gehören die denn hin? Ja, komm hier rein. Und Schmiedeeisen. Obwohl, nee, hier habe ich eher Rohstoffe. Machen wir hier rein. Das, den Stahl auch. Und eigentlich müsste ich mir doch schon eine Axt bauen können. Axt, eiserne Feuerwehraxt, Schmiedeeisen und Holz. Naja, jetzt wäre ich dabei gewesen. Zack, und das Holz habe ich gerade weggepackt. Gut, holen wir fix Neues. Daran soll es nicht scheitern. Dass wir endlich mal halbwegs bewaffnet durch die Gegend rennen. So, den brauchen wir gar nicht. Und drin. Und ein Klo zu weit. Hier ist es. Und da bauen wir uns eine Axt. Zack. Also eine Feueraxt. Ach so, ah. Brauche ich eine Werkbank. Habe ich die schon? Nö. Ja, das ist natürlich doof. Was brauchen wir denn für die Werkbank? Erstmal den Skill, wäre gut. Ansonsten müssten wir fast einen Clownhammer brauchen wir noch.
Den könnten wir schon mal bauen. Noch irgendwas, das uns fehlen würde, außer der Skill? Nö. Ich glaube, mechanische Teile müssten wir genug haben. Hier aber gar keine. Ja, da haben wir genug. Eigentlich können wir dann schon fast loslegen. Mehr Eisen brauchen wir. Noch 17. Aber das kriegen wir noch hin. Sag mal. Schmiedeeisen. Ja, komm. Mach fertig den Scheiß. Und dann haben wir gleich eine Werkbank. Der Clownhammer ist auch gleich soweit. Ich würde eigentlich ganz gern gleich zwei bauen. Fehlt mir aber das Eisen, weil dann hätte ich gleich hier für einen Ersatz. Obwohl, das mache ich denn. Alles, was ich damit mache, mache ich dann eh fast mit der Axt. So, den können wir schon mal demontieren hier. Aber das nehme ich schon mal. So, haben wir einen Schuh draus. So, schon mal 9. 20 brauchen wir. Noch gleich. Machen wir gleich alles fertig hier. 20 mechanische Teile. Und 20. Schmiedeeisen kommt. Dann nehmen wir schönen alten Schraubenschlüssel. Worum ich die jetzt hingepackt habe. Na, hier nicht, hier nicht, da nicht, bin ich doof, da auch nicht. Wo ich die jetzt hingeschmissen? Total behämmert. Ich hätte auch eben noch zwei total kaputte hier irgendwo liegen. Na nö. Hier sicherlich nicht, hier ist meine Saat und so. Blind? Ja, ich bin blind. Ach, da ist er doch. Packen wir den weg. Dahin. So, den haben wir. Ups, Gott. Ja, da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass er mir den falschen zerlegt. Gib's jetzt mal da rein. So, das. Hammer, Hammer, Hammer. Haben wir 50 Holz. Na, die holen wir doch noch fix. Bis dahin können wir dann noch mehr Schmiedeeisen machen. Um dann auch die Axt bauen zu können. Nicht nur den blöden Tisch, das wäre ja ganz schön dämlich. Da haben wir auch zusammen. Und dann sind wir endlich etwas besser bewaffnet. Habe ich eigentlich noch Skillpunkte? Nö, daran scheitert es gleich. Gut. Daran scheitert es gleich. So. Oh, nicht mehr. Werkbank. Jetzt könnte ich sie theoretisch bauen. Aber praktisch halt nicht, weil mir der Skill fehlt. Okay, aber ist nicht so wild. Ich habe natürlich meine Waffe gerade zerhämmert. Das ist dumm. Sehr, sehr dumm. Aber gut. Gehen wir mal auf Zombiejagd. Machen auf fixen Level. Na, eher hinterm Haus. Irgendwo rennt hier doch bestimmt einer herum. Ich glaube, ich mache dafür auch Donner mal fixen Eisenknüppel. Ein Holzknüppel. Zack, zack, zack. So. Etwas mehr Schaden. Mal gucken wir mal. In der Apokalypse auf der Suche nach Zombies. Das läuft doch. Ein paar Eier finden schadet auch nichts. Na Jungs, wo treibt ihr euch rum? Oh.
Bisschen Golden Rod nehmen wir auch mit. Zum Heilen. Steine auch gleich. Dann gucken wir mal, ob wir eins zum Verkloppen finden. Das ist irgendwie buggy. Da muss man echt unten draufhauen. Total dämlich. Aber gut. So, jetzt will ich hier mal einen Zombie haben. Jetzt ist keiner da. Oder was? Komm her. Oh, guck mal. Gleich. Zwei. Nummer eins. Wie? So. Den haben wir. Und den auch. Und dann haben wir schon ein Level. Und rums. Da fehlt der Kopf. So, gucken wir doch mal. Blub, Intellekt. Warum kann ich das denn noch nicht? Advanced Engineering. Ah, hier. Craft Workbench. So. Hätten wir das? Wo ist zu Hause? Habe ich das auf der Karte nicht markiert? Nö, habe ich echt nicht. Stichpunkt speichern. Hier ist mein Castle. Zack. Müssen wir zukünftig auch nicht mehr großartig suchen. Und dann können wir die Workbench bauen. Können wir eigentlich jetzt schon machen, oder? Doch alles da. Kann nebenbei schon laufen hier. 2 Minuten. Ja. Wird wohl länger brauchen, um nach Hause zu finden. Können wir noch ein paar Zombies suchen. Mehr kaputt machen bin ich nicht traurig drum. Ja. Falls wir noch irgendwas farmen müssen, so wie hier. Schlock. Schlock. Und dann. Zombies bitte. Na gut. Oh, mein Golden Rod. Aber Heiltee. Zack, zack, zack. 7. Mal gucken, ob wir 15 zusammenkriegen. Machen wir gleich mal einen Stack fertig. So. Haben wir jetzt 18. Sehr schön. Ein bisschen Wasser sollte da ja auch noch rumliegen. Und dann haben wir gleich eine Werkbank. Wie gut ist das? Das brennt noch ein Weilchen. Ja, locker genug. Goldrutentee. Und gib ihm. Boah, so hungrig sind wir noch nicht. Dafür verbraten wir unseren Speck nicht. Dann stellen wir doch hier unsere Werkbank hin. In 1,22. Ach, am Arsch, ey. Am Arsch. Währenddessen können wir eigentlich hier... Ah ne, den habe ich schon aufgeknackt. Na gut. So, wie kann ich denn... den Gebietsschutzblock reparieren? Nur mit Steinen. So, holen wir Steine, ne? Kann nicht so teuer sein, wenn das Ding 5 Steine kostet. Leerer Müll. Vogelnest, nur mit Federn. Oh, noch mal ein paar Steinchen. Plock. Und den Rest schmeißen wir dann in die Schmiede. Und dann können wir tatsächlich so einige neue Sachen bauen und mit denen es sich dann auch langsam lohnt, loszumarschieren und Sachen auszubuddeln und zu farmen. Da wird auch ein Schuh draus. So, das reicht uns. Trinken wir einmal einen Schluck. So. Den kann ich nicht. Bauen wir einen neuen. Bumm. Macht's. So, ist jetzt. Oh, meine Güte. 2 Minuten können echt lang sein. Ach ne, da ist er noch. Jetzt machen wir erst den Block. Ich meine, hier kommt eh keiner auf den Server, aber... ist dann auch irgendwie Prinzipienfrage, ne? Da. Aktiv, gut. So, ab in unsere kleine Werkstatt. So, machen wir das mittig. Naja, was man so mittig nennt, ne?
Dann können wir uns jetzt wieder ein bisschen Schmiedeeisen machen. Zack, hau mal rein. Denn dann wollen wir eine Feuerwehraxt. Also eine Feuerwehraxt. 20, gut. Müssen wir auf 14 noch warten. Gucken wir schon mal, ob unser Tee fertig ist. Ja, gleich. Tauschen wir dann einmal aus. Zack, du hier hoch. So. Ja, langsam können wir auch was essen. Hat er jetzt gegessen? Ja. Ich renne auch immer ins falsche Klo. Das ist ein bisschen dumm. Dumm, 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 dumm. So, komm, hau rein hier. Und danke. Und da machen wir jetzt erstmal eiserne Feueraxt. Ach, nochmal 2 Minuten warten. Mann, ich wollte doch noch ein bisschen auf Pirsch gehen heute. Ne, wenigstens irgendwen will ich noch kaputt kloppen. Irgendwer kriegt heute noch aufs Maul, bin mir ganz sicher. Und in der Zeit Holz. Schlock, schlock, schlock. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber irgendwas Schönes wird es schon werden. Halt, hier rein. Entschuldigung. Huala, das ist ja eklig. So, genau, ich wollte einen Schrank bauen. Für Waffen und Tools. Am liebsten einen Unterschrank. Was fehlt da? Pflastersteine. Entschuldigung, meine Güte. Eklig. Warum kann ich denn keine Pflastersteine machen? Weil ich lehmige Erde brauche. Und davon haben wir zum Glück genug. Komm mal her. So. Pflastersteine. Oh, fix mal 20, das geht ja ratzfatz. So. Und dann können wir auch unseren Unterschrank bauen. Zack. Da brauche ich erst einen Hängeschrank für. Gut. Einmal den. Und dann bauen wir den Unterschrank. Das geht zum Glück etwas schneller. Den pflanzen wir einfach schön daneben. Putz. Krieg vielleicht irgendwann nochmal eine andere Farbe. So, du kannst hier rein. Und hier kommen ein paar Werkzeuge rein. Ein bisschen Waffen. Guti, bist du soweit? Jo. Sehr schön. Ja, die können wir auch zerlegen. Braucht kein Mensch mehr. Dann bringen wir die paar Rohstoffe, die wir haben, da weg. Muss mich echt wieder zurechtfinden hier. Meine Güte. Wird nicht besser. Oh, schon ganz schön Kohlen. Meine Fresse. Eisen hier hin. Das brauchen wir nicht. Das kann auch hierher. Bandagen nehmen wir wohl. Ja, ein Erste-Hilfe-Verband reicht dann wahrlich nicht. Gut, dann gucken wir doch mal, wo wir hingehen heute. Aber gerade gekickt. So, den See haben wir nun mittlerweile echt gut abgefarmt. Da würde ich noch nicht hingehen wollen. Wir gucken mal, was hier so ist. Auf geht's, Querfeld ein. Wir haben Bock auf Zombies töten. Die sicheren Wege können mich mal. Aha, 10 Minuten haben wir noch Zeit. Da muss auch was gehen. Kriegen wir auf jeden Fall ein Haus leergeräumt. Lauf, Yuri! Lauf! Beeile dich! So. Da ist auch schon einer. Guck mal. Ah, noch einer. Wir brauchen ja hier ein bisschen Erfahrung. Fresse halten!
Nummer 1 und das wäre fast schief gegangen. Bleib liegen. Nummer 2. Ah, da war schon ein Häuschen. Ah ja, das ist doch mal Timing vom Allerfeinsten. So, von dem Haus steht noch nicht mehr viel. Ach, das ist doch wieder so eine Nummer, wo ich hier 5000 Mal durch den Boden baller. Das sieht mir hier alles nicht koscher aus. Gucken wir erstmal hier unten. Ah, gut, geht. Ne? Und eine Schiene und Erste-Hilfe-Set, das finde ich gut. Wo kommst du? Was mit dir nicht rede ich, Mutter? Erstmal hier raus. Tja. Erstmal gelassen, ne? Die sich echt unter dem Boden versteckt. Schlampe, ey. Das Fleisch, da machen wir Antibiotika draus. Dann gucken wir mal, was oben abgeht. Fällt doch hier alles ab auseinander, ey. So, wer macht hier jetzt Alarm? Ist doch quasi nichts. Kommt wieder aus dem. Wow. Ist hier von der Terrasse? Gibt's hier eine Terrasse? Oh, ich glaube, von da kommt das. Nur eine Idee. Mal gucken, dass wir hier nicht einen Abgang machen. Mal gucken, ob wir schneller sind als der. Hey, hey, hey. Ah, die neue Axt macht sich bewährt. Zack. Hä? Kann der fliegen oder was? Mal gucken, ob wir ihn sehen. Hä? Steckt der in der Wand? Ist sogar was kaputt gegangen. Auf jeden Fall geben die sich alle hier fleißig Mühe. Wo auch immer es herkommt. Ich check's nicht. Mal wieder. Ach, ihr steht vor der Tür. Ja, gut. Bei der erste. Fallen wir erstmal runter. Scheiß baufälligen Dinger, ne? Ey. Ach, da bist du. Moin. Na, so geht das aber nicht. Wie, bist du jetzt doch schon tot? Wow. Na, kommst du mit? Juhu. Juri. Ja, komm her. Der will auch nicht umfallen. Na gut. Komm hierher. Gott sei Dank, warum bestrifft diese beschissene Axt nicht? Wohl eine Macke oder was? So, aber viel zu holen war hier nicht. Gibt's noch einen Keller? Auf jeden Fall höre ich noch so ein Hi-O-Pi. Das zerlegen wir gleich. Das auch. Nehmen wir mit. Wir nehmen auch jeden Plunder mit. Ich bin auch einfach. Oh, guck mal. Die gehen immer erst rein, bevor sie in die Küche gehen. Raus. Oh, das ist doch ein Hund. Wo bist du? Meins? So, wo bist du? Ich will dir. Das ist ein Zombie. Aber wo ist der Hund? Der gibt Fleisch. Na, wo bist du? Hä? Also ich sag ja, soundtechnisch ist das hier alles nicht so das Optimum. Ihr kloppt auf jeden Fall auf irgendwas ein. Die Frage ist, auf was? Oh, ging ihm jetzt wohl nicht so gut. Den finde ich wahrscheinlich nicht mehr. Oder war hier unten echt? Doch. Da kommt ein Zombie. Oh, Bogen-Action. Zack.
Ins Gesicht. Willst du noch einen? Komm. Trium? Ja. Oh, Loot. Die. Was? Ah. Crafting-Tier finde ich gut. Finde ich das erstmal alles mit. So. Ach, da ist er. Hundi. Komm her. Nicht wegrennen. Ja. Der steht auch drauf, Bäume anzugreifen. Na gut. Das ist die Kollisionsabfrage mal wieder super. Na komm. Und tot. Ne? Wir haben halt Hunger. Hilft alles nix. Komm. Rappel. Oh, wieder ein bisschen Speck. Läuft doch. So, wie lange haben wir noch? 4 Minuten. Dann nehmen wir den Dicken damit. Jetzt triff doch, genau. Bleib liegen. Und level up. Maiskolben finde ich richtig gut. Wer macht denn hier noch Krach? Da hinten. Hola, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Komm her, du bist gleich bekleidet. Nehme mit. Rums. Aber Schaden macht sie gut. Jeder Schlachentreffer. Na, fällt mir noch ein Häuschen? Wir müssen auch noch mal zum Händler, sehe ich gerade. Der war da hinten. Ja, machen wir uns mal auf den Weg. Vielleicht finden wir unterwegs noch was Schönes. Wir sind zwar inventartechnisch schon recht voll, aber da geben wir nichts drauf. Federn. Federn haben wir nur wirklich mehr als genug. Wir hören so ein bisschen links weiter. Also bei Zeiten müssten wir eigentlich mal irgendwie ein Fahrzeug craften. Nee, es ist ein Fahrrad. Braucht ja ewig, um hier von A nach B zu kommen. Vor allem, weil der Händler so ewig weit weg ist. Moinsen. Sie haben gerufen. Schwingt doch bedeutend länger als die Knüppel. Schwert wäre geil. Ich weiß gar nicht, ob es Schwert ergibt. Ich will ein Schwert haben. Die damit richtig zerschnetzeln. Grüß am Tän. Zack. Ne? Noch einer. Hup, hup. Oh. Aber nicht ohne Stamina. Und Rappe. Ich und Ziel, ne? Ist auch eher Kunst als andere. Oh, Level 4, das hält auch schon ein bisschen was aus. Geht nicht nach 3 Schlägen kaputt. So gefällt mir das. Ja, und wie gesagt, oh, Doggy. Wie gesagt, der No-Budget-Nerd wird sich dann uns demnächst mal anschließen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und er, glaube ich, sogar auch ein bisschen. Ne, er hat tatsächlich mal 20 Euro in die Hand genommen und sich das Spiel gekauft. Das hat er zuletzt bei The Forest gemacht, damit er das spielen kann. Das war noch vor der PS4-Zeit. Oh. Damen. So. Was ist auch mit dem Hund? Bevor der uns hier kaputt haut. Also.
In meinem Offline-Spiel bin ich ja immer auf der vergeblichen Suche nach irgendwelchen Tieren. Hier findet man dann doch relativ viele. Finde ich gut. Ich muss das, glaube ich, mal echt verbessern. Komm her. Mein Großer. Tut weh, ne? Und... Putz! Oh, kriegst noch einen mit der Axt. Dein Kopf sieht schlimm genug aus. Na toll. Natürlich habe ich... Oh ne, kann ich doch aufsammeln. Ich wollte gerade sagen. Schön drei Pfeile im Kopf und dann den Kopf zertrümmert, Pfeile weg. Das wäre mal assi. Das wäre richtig assi. Aber wie gut Pfeile halt auch halten, wenn man da mit einer Axt drauf kloppt. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann, mein letztes Wochenende war es ja genau, an Herrentag haben wir angefangen, die erste Runde zu spielen. Der Gowski war irgendwie 7 Kilometer von mir entfernt und ich hatte halt ein schönes Häuschen gefunden schon. Oh, da ist auch ein Schwein. Erstmal die hier. Haben wir gesagt, ja, kommst zu mir. Und er hat sich dezent schwer getan. Was macht denn das Schwein da? Na gut, das hilft blöd. So dass wir den Abend eigentlich nur geschafft haben, zueinander zu finden. Und das war's. Und er hat halt noch übel mit Matschtexturen und so gespielt. Das sah schlimmer aus als auf der PS4. Das war wirklich einfach nur Polygonklumpen im Ende. Und naja, er war dezent enttäuscht. Und dann habe ich ihm nochmal die Grafikmod hier drüber gebügelt, die ich ja auch drin habe. Und die hat tatsächlich weit bessere Performance. Sodass es bei ihm jetzt auch nicht ganz hässlich aussieht. Und tatsächlich Spaß machen könnte, potenziell. Ne, aber wegen der Mod hatten wir dann noch ein bisschen Dingsprobleme. Oh, es ist 22 Uhr. Connecting-Probleme. Mussten wir erstmal das Anti-Cheat rausnehmen. Aber das haben wir jetzt alles behoben, sodass wir tatsächlich ein bisschen zusammen zocken können. Und ich glaube, das wird ganz schön cool. Oh, hier ist ja nicht viel zu sehen. So, ganz nebenbei haben wir noch ein Häuschen entdeckt. Das machen wir noch und dann ist Feierabend vor. Das hier, alte Schmiede. Nett. Schickes hier. Ah, gut. Ist jetzt nicht so der Shit. Die Medis nehmen wir allerdings gerne. Ist auch alles verfallen hier. Meine Fresse. Und dann laufen wir heute wohl nicht mehr zum Händler. Ja, ich habe dich gesehen, Keule. Und nochmal Loot. Zweimal auf einem Raubzug. Das ist ja... Der Shit, was schmeißen wir denn da weg? Steine brauchen wir nicht. Holz kriegen wir auch genug. Und ich habe das Gefühl, seit dem letzten Patch hat sich die Soundkulisse etwas geändert. Die finde ich mittlerweile echt wesentlich cooler. Hat sich dann auch erledigt. Oh, noch ein Schwein. Ich finde... Jetzt zum Tier. Nicht weglaufen. Komm. Oh. Der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Ja. Wir werden keine Freunde mehr. So. Lass mich meinen Stein schlachten. Plotsch. Ah, jetzt merke ich gerade, ändert sich der Helligkeitsgrad auch immer, wenn diese nette kleine Musik kommt. Und jetzt war das ja schon recht lohnenswert hier. So, Stoff können wir auch erstmal noch drauf verzichten. Dafür nehmen wir die Nägel mit und, was haben wir hier noch raus? Pimmelige Pistole. Oder die? Ich glaube, die nehmen wir auseinander. Dann nehmen wir die Hülsen lieber mit. Damit wir uns nachher schön Mumpeln bauen können.
Kein Platz im Inventar. Ja, ist mir durchaus bekannt. Ist ja nichts. Dass wieder einer rauskommt. So. Und jetzt wird mir das auch allmählich zu blöd hier. Zum einen ist das Inventar voll, zum anderen hat der Händler jetzt eh nicht mehr auf. Also, ab nach Hause. Ist natürlich eine Ecke jetzt. Schade, wäre nur noch 800 Meter gewesen. Weil laufen wir doch zum Händler und warten die Nacht ab. Obwohl, können wir auch erstmal. Nee, wir holen Geld und gucken, ob wir uns gleich was Schönes kaufen können. Wäre ja vielleicht auch geil. Ne, wir haben auch schon wieder massig überzogen und jetzt ist eigentlich auch nur noch nach Hause rennen. Von daher würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann tatsächlich schon im Basislager wieder, weil ich glaube nicht, obwohl es Nacht ist, dass mir hier groß was passiert. Weil ich bin auf freiem Feld. Da sollte hier eigentlich nicht allzu viel abgehen. Ne, zumindest kann ich den relativ gut wegrennen. Die joggen zwar ein bisschen, aber meine Güte. Ich glaube, ich bin schneller, selbst überladen. Gut, dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.